Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wo ihr in Ark Survival Evolved auf Ragnarok Spinos finden könnt. Wie schon im Griffin Tutorial fliegen wir die einfach wieder alle in einer Reihe ab, sodass es auch möglicherweise Sinn ergibt. So, bei Ort Nummer 1 befinden wir uns jetzt in der Wildnis, beziehungsweise wenn wir gleich ein Stück weiter fliegen, heißt es auch Death Sands. Ich zeige euch auf der Karte, wo wir sind. Hier in dem gesamten Schlauch, den ich euch jetzt herangesucht habe, können Spinos spawnen. Können heißt, müssen nicht. Das ist eben, wie es immer ist bei Ark, immer wenn man etwas sucht, findet man es nicht. Ich bin eben schon einmal komplett rüber geflogen und hier war jetzt keiner. Aber es ist so, dass die Spinos und die Fische wohl denselben Spawn-Slot haben sollen. Das heißt, wenn man dann alle Fische tötet, steigt eigentlich die Chance, dass dann ein Spino auch spawnt. Also wie gesagt, hier einfach im gesamten Flussabteil könnt ihr die, habt ihr die Möglichkeit, dass hier ein Spino spawnen kann. Ort Nummer 2, da befinden wir uns bei Fiver Plateaus, beziehungsweise wieder Wildnis. Und auf der Karte sieht das wie folgt aus. Das ist jetzt hier genau, wo der Pfeil auch rein zeigt, genau dieser Ort. Einmal ringsrum, da können Spinos spawnen. Allerdings halte ich das für etwas heikel, jetzt hier nach einem Spino zu suchen. Aber wenn wir jetzt mal hier gucken, da sind, ja, Hüvern. Einige. Also ist das vielleicht nicht der sicherste Platz, um jetzt nach einem Spino zu suchen. Ich drehe auch mal direkt um. Ich gucke jetzt hier auch gar nicht weiter. Ich will das hier nur erwähnt haben, weil laut Spawnmap können hier Spinos spawnen. Ort Nummer 3 ist die Rasheka Savanna. Und das sieht auf der Karte dann wie folgt aus. Noch ein bisschen das Licht. Hier befinden wir uns. Hier besteht auch wieder die Möglichkeit, dass hier Spinos spawnen. Allerdings, wir fliegen mal kurz ein bisschen rum. Tatsächlich, dass auch hier kein Spino gespawnt ist. Ort Nummer 4. The Ancient Tears. Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Wir befinden uns also hier wieder im Canyon. Und das hier ist eigentlich mein Lieblingsort, weil wir gucken mal, wie viele wir finden. Wir finden hier ein Spino, hier ist Nummer 2. Hinten habe ich auch schon einen gesehen, das heißt, es wären dann schon mal hier 3 auf einen Schlag. Da ist auf jeden Fall Nummer 3 und Nummer 4. Also mein absoluter Favoritenort hier, weil hier sind einfach unglaublich viele Spinos. Nummer 5, es hört also gar nicht auf und man hat eigentlich die freie Auswahl dann zwischen den Spinos und kann sich überlegen, welches Level man da unbedingt zähmen möchte. Es ist natürlich nur etwas schwierig hier an dem Ort, dann die Spinos so voneinander wegzulocken, dass man die hier auch ganz entspannt zähmen kann. Vor allem, weil hier auch nicht so viel Landmasse ist, wo man dann zuschlagen könnte. Aber die ganze Zähmgeschichte, die zeige ich euch dann nochmal in dem nächsten Video, beziehungsweise in dem Video vielleicht sogar hier vor. Und dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin und könnt euch hier wunderbar einen Spino rausziehen. Ort 5 ist Upper Dagmar Lake und auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Hier befinden wir uns und hier können laut Spawn Map auch wieder Spinos spawnen. Allerdings habe ich hier auch noch keinen gefunden. Wir können aber mal ein bisschen rumgucken. Also im Prinzip ist es dieses ganze Gebiet, wo sich dann eben Wasser befindet. Das geht hier auch noch wieder hoch. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, gibt es eigentlich auf Ragnarok nur den einzig wahren Ort, an dem man Spinos zähmen kann. Und das ist dann eben da am vierten Ort gewesen. Dass wir jetzt hier keine gefunden haben, auch an den Orten davor, heißt natürlich nicht, dass hier keine Spinos spawnen. Generell nicht. Aber wenn es darum geht, direkt einen Spino zu finden, dann seid ihr auf jeden Fall mit Ort 4 ganz gut beraten, würde ich sagen. Denn da habe ich auch in meinem Video zum Spino zähmen mein Spino gezähmt und die anderen Orte, jetzt wo ich sie mir alle angeguckt habe, sagen mir überhaupt nicht zu, weil wir da keinen einzigen Spino gefunden haben, obwohl ich auch immer alles abgeflogen bin. Also Ort 4 ist auf jeden Fall für mich dann der Ort, an dem ich dann auch meine Spinos zähmen werde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.